Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück bei den Battle Brothers. In der letzten Folge haben wir hier auf der Suche nach dem Hatchet Den ein Orklager gefunden und dieses sogleich auch gestürmt. Was da übrig geblieben ist, ist einfach diese Ork-Patrouille, diese Ork-Jäger, die von uns ein bisschen eingeschüchtert sind. Und wir werden uns jetzt demnächst ihnen einfach mal stellen, aber nicht in der Nacht. Wir warten aber natürlich noch ein bisschen ab, damit sich noch unsere Leute ein bisschen regenerieren können vom letzten Kampf. Denn uns fehlt es momentan ein bisschen am Personal. Wo bist du hin? Verstecken gilt nicht, Freundchen. Wo bist du hin? Okay, ich glaube, die haben sich komplett anders überlegt, oder? Nee, die wollen schon da lang. Vielleicht wissen die noch gar nicht, dass hier Lager ausgeräuchert worden ist. Ich hätte schon gerne eine Schlacht gegen die, aber nicht mitten in der Nacht. Diese Orks scheinen aber auch ein bisschen verwirrt zu sein, beziehungsweise behandeln uns mit dem nötigen Respekt und bleiben auf Abstand. Aber hin und wieder probieren die es. Die Frage ist nur, wie lange kann es gut gehen? Wie lange kann es gut gehen? So, wo seid ihr? Noch 39 Stunden, bis auch der letzte Mann fit ist. Okay, wir haben sie im Wald verloren. Das ist ein großes Problem. Und hier könnten sie überall sein. So würde ich sagen, rennen wir durch nach Dulmen. In der Hoffnung, dass wir uns doch nicht prügeln müssen. Weil diese Schlacht könnte in der Tat unsere letzte Schlacht sein. Ja, aber da... Und ja, ich glaube, die wären sogar ein würdiger Gegner für uns. Aber es ist schon irgendwie schwer, hier in diesem Spiel irgendwie einen Abschluss zu finden. Denn man denkt sich immer, hey, hier noch eine Schlacht, da noch eine Schlacht. Hier eine Mission, da noch eine Mission. Aber naja. Gut, wir kassieren unsere 400 Koten. Wo rennt die Miliz hin? Das sollten wir mal hinterher. Okay, die prügeln sich alle mit Werwölfen. Gut, da mischen wir natürlich mit. Auch wenn uns noch ein Mann fehlt. Okay, wo ist die Miliz? Vielleicht haben wir ja Glück. Die Miliz entsorgt erstmal die ganzen Werwölfe. Ich habe das ungute Gefühl, wir hätten niemals hierher kommen sollen. Auch wenn wir momentan wirklich sehr zahlenmäßig überlegen sind. Die Werwölfe könnten da doch noch gefährlich werden, wenn sie es schaffen, alle auszuschalten. Und ihr wisst ja, Leute, ich kämpfe sehr ungern hier im Wald. Hier kann ja so ziemlich alles schief gehen. Okay, da wird auf jeden Fall ein bisschen ausgeteilt und es hört sich so an, als wären die rechts von uns. Deswegen ich auch munter in diese Richtung weiter marschiere. Okay, ein Werwolf ist down. Wo sind denn alle anderen? Okay, zwei Werwölfe down. Naja gut, ich bekomme nichts vom Loot ab. Ich bekomme keine XP. Egal, Hauptsache dabei gewesen. Davon können die, wie soll ich sagen, unsere Söldner ihren Enkeln in 500.000 Jahren noch erzählen, wenn sie die nächsten Tage auch noch überleben werden. Ich glaube, ich muss ein bisschen nördlicher gehen. Wie schnell hier unten die Bewegungspunkte aufgebraucht sind. Ah, guck mal, da sind ja unsere Verbündeten. Okay.
Einer unserer Alliierten wurde zu ihm getötet. Das ist nicht so gut. Na komm, schleichen wir uns mit unserem Bogenschützen hier von der Flanke an. Wird schon schief gehen. Okay, ich glaube, der hier ist auf dem Rückzug oder keine Ahnung, wo der hin will. Ich sollte hier vielleicht auch ein paar Nahkämpfer mitschicken. Nicht für den Fall, dass hier irgendwo ein Werwolf auf uns lauert. Das wäre vielleicht ein bisschen fatal. Okay, es wird auf jeden Fall noch gekämpft. Ah, guck mal, da ist schon eine richtige Schlachtordnung aufgebaut. Naja, wie eine Schlachtordnung sieht es ja nicht aus. Landsknecht-Veteranen gibt es hier. Ein Sergeant. Oh, das sind Banditen. Ah, jetzt verstehe ich. Hä, Werwölfe? Wieso wurden mir Werwölfe angezeigt? Oh, sorry, my friend. Das war keine Absicht. Komisch, habe ich mich so derb verguckt? Naja gut, es ist ja auch schon spät. Ich wäre echt davon ausgegangen, dass es hier Werwölfe wären. Naja gut. Gucken wir uns mal an. Naja, vielleicht bekommen wir das fallengelassene Zeug von den Miliz. Von der Miliz. Das wäre auch schon mal toll. Okay, und die verfolgen da jemanden, würde ich behaupten. Vielleicht sollte ich mal meine Hündchen rauslassen. Okay, das hat sich jetzt ein bisschen schmerzhaft angehört. Diesen Platz sollte ich hier vielleicht mal für meine anderen Leute reservieren. Und triffst du diesmal? Ja doch. Wäre doch schön, wenn wir noch irgendwie einen Kill zusammen bekommen würden. Ew. Das nehmen die uns bestimmt böse, die Sergeants. Weil für die müsste es mittlerweile so aussehen, als ob wir den Banditen zu Hilfe gekommen wären. Nachtzeit, okay. Minus 3 Vision. Minus 50% Range Skills. Okay, gut. So kann man das natürlich auch nennen. Da wird mir so einiges klar, wenn ich das so sehe. Okay, der hier ist down. Da ist irgendwo ein Schild zerbrochen, das habe ich genau gehört. Na kommt, bringt es zu einem Ende, Leute. Die Folge ist ja schon mehr als lang genug. Naja, was heißt, die Folge ist lang genug, aber die Schlacht geht schon lang genug. Wir sind so eine Überzahl gegen so viele so wenig Gegner. Das sollte mir doch schon langsam durch sein. Oh, okay, egal, wo du dich bewegst. Okay, und das war's. Bekomme ich ein bisschen Loot? Na doch, ein bisschen Kleingeld.
Das nimmt man doch gerne mal mit und die Medizin ebenfalls. Ich würde jetzt nicht von... Oh, da ist das Ork-Pack. Hallo. Moment mal kurz. Mit Wald zu kämpfen ist keine so gute Idee, ne? Selbst die Castle Patrol hat dafür keinen Bock. Wir gehen dementsprechend erstmal in die Stadt und stellen fest, dass hier niemand was zu verkaufen hat. Wir könnten uns jetzt aber den Adler hier holen. Oder zumindest den Konrad. Weißt du was, wir sind jetzt mal richtig dekadent und geben mal ein Batzen Geld aus. Da schauen wir uns mal an, wen wir uns da angelacht haben. Ja gut, da ist ein Hedgeknight. Was will man da erwarten? Dass hier kein Händler in der Stadt ist? Naja, egal. Und schon wieder irgendetwas suchen. Natürlich. Nach Dunkelwald. Und Dunkelwald. Da suche ich lieber nach irgendeiner Gegend. Wo sollten wir denn suchen? Long way to the southwest. Langer Weg nach Südwesten. Okay, hört sich nach einer Herausforderung an. Ich würde hier gerne trotzdem bis zum Tag warten, damit hier mal ein Händler aufkreuzt, der sich mal unsere Ware hier anguckt. Komm, das ganze Orkzeug kann weg. Und auch dieses ganze Goblin-Zeugs. Bei den Schilden bin ich mir aber nicht so sicher. Naja, die Orks-Schilde können auf jeden Fall mal weg. 65er Rüstung. 50er. 70er. Braucht jemand eine 70er Rüstung? Was hast du denn für eine? Eine 150er? Cool. Die müsstest du fast schon abgeben, mein Freund. So. Gut, wir haben noch eine Menge Krempel, den wir verkaufen können, sehe ich gerade. Die Hündchen nehmen wir mit. Woodcutters Axt braucht man nicht. Das Ding auch nicht. Falchion kann man behalten, muss man aber auch nicht. Die beiden Rüstungen können weg. Die Pike kann weg. Gut, wem geben wir noch ein Hündchen mit dazu? Direkt mal ein Ragnar, der freut sich doch. Gut, und dann schauen wir mal nach Südwesten den Weg entlang. Ob wir da was finden. Oder wir gehen hier einfach mal ins Castle rein und gucken mal, ob die da vielleicht was Interessantes für uns haben. Eine coole Waffe oder sowas in der Art. Man weiß ja nicht. Wow. Warum ist dieser Hund teurer? Strong and loyal dog. Okay, der trägt irgendwie einen Schutz. Das ist schon mal sehr interessant. Ich wäre fast schon zu dekadent zu sagen, komm, kaufen wir uns irgendwie eine tolle Rüstung. Ich gönne mir einfach mal zwei Rüstungen. Komm, der Speer kann weg. Boah, der Helm ist ein bisschen teuer, würde ich sagen. Und so eine Kettenhaube noch dazu. 140, 215. Ja, jetzt siehst du aus wie ein richtiger Ritter, würde ich sagen.
Du benötigst auch mal eine richtige Rüstung. Hier mal das Teil 410. Du nimmst hier diese Rüstung. Ja gut, jetzt haben wir kurzfristig unsere halbe Gruppe abgegradet. Das ist doch nicht schlecht. Damit kann man doch schon mal arbeiten. Aber es war auch richtig teuer. Wie lange dauert es? 9 Tage, bis wir pleite gehen. Gut. Okay, Südwesten. Muss ich vielleicht hier runtergehen? Das wäre ein bisschen... Naja, wie soll ich sagen? Doof. Ist da vielleicht irgendwie eine genauere Beschreibung? Southwest. Mehr sagt er mir nicht. Außer, dass es ein langer Weg ist. Gut, gucken wir einfach mal, weil ein bisschen Zeit haben wir ja noch. So circa 4 Minuten. Vielleicht auch 5. Und hier gibt es zum Glück eine ganze Menge Furten, damit wir einfach mal rüber können. Das passt schon so. Höchstwahrscheinlich sind wir daran schon längst vorbeimarschiert. Jetzt gehen wir hier rüber. Schauen uns mal diese Gegend hier an, dann gehen wir hier rüber. Vielleicht ist es hier drin, in diesem kleinen Wäldchen. Könnte natürlich auch sein. Ist also ziemlich alles möglich. Aber so weit am Kartenrand draußen war ich ja auch noch nie. Gut, untersuchen wir dieses Fleckchen hier, wie vorhin angekündigt. Aber hier würden wir es ja direkt sehen. Also gehen wir erstmal hier rüber. Südwest. Eigentlich müssten wir dieses gesamte Ding hier ablaufen. Shuffles Bones Whale. Da können wir ja mal reingucken, was das ist. Oh, Necromancer. Many Skeletons. Skeleton Guards. Und jede Menge gefallener Helden. Dies hört sich doch nach einer guten Schlacht an, um die SLP zu beenden. Also zumindest die Season 1. Aber ich bin so unsicher. Ich schicke so ungern meine Truppe in den Tod. Vor allem in den sicheren Tod. Moment mal kurz, sie sind uns ebenbürtig. Ist da gerade eine Patrouille rausmarschiert? Also wenn es heißt, dass wir uns ebenbürtig sind, dann können wir da reingucken. Oh, Leute, schaut euch das mal an. Gut. Die haben keine Fernkämpfer? Gefallener Held. Gefallener Held. Gefallener Held. Ich krieg von hier aus auch keinen Schuss gesetzt. Von hier vielleicht. Okay, allzu viel Schaden machen wir bei Skeletten nicht. Ich glaube, wir bräuchten etwas für stumpfe Waffen. So ein paar Schlagkolben oder sowas. Da stehen wir jetzt doch tatsächlich einer Armee der Finsternis gegenüber. Okay, und die machen auch richtig komische Geräusche, wie es sich anhört. Kannst du dann auch noch zuschlagen? Dein Schwingling braucht 6 Hitpoints. Dann haben wir nur noch 5. Komm, machen wir es halt so. Und schlagen einmal kräftig daneben. Perfekt. Vielleicht sollte ich meine Hündchen hier rauslassen.
die mögen doch Knochen. Hey, der Witzke, worauf habe ich mich hier nur eingelassen? Okay, und die sind auch sehr flexibel, wie es aussieht. Gut, aber die halten zum Glück wirklich nichts aus, wenn es darum geht, schwere Waffen einzusetzen. Gut, gehen wir mal hier mit dazu. Oh, das war schlecht. Das war noch schlechter. 82% müsste ich fast schon ausnutzen. Oh, die Armbrust macht relativ wenig Schaden. Einfach mal zwei ungezielte Schüsse hier in die Menge rein. Nein. Okay, die weichen ja allem aus. Das ist das, was mich gerade so nervös macht. Okay, der Schlag hat gesessen. Gut. Oh, und da ist der Nekromant. Wie kann so eine Armee als ebenbürtig eingestuft werden? Ich würde sogar sagen, dass du uns überlegen sind. Gut, ihre Ausrüstung ist zumindest nicht die beste. Ist doch schon mal ein Anfang. Okay, der Schlag hat gesessen. Gut. Okay, hier bietet sich durchaus ein Roundhouse-Schlag an. Und jetzt hätte ich so gerne eine Handgranate oder ein Katapult oder sowas in der Art. Einfach mal gezielte Schüsse hier in die Meute reinschießen. Die werden schon was treffen. Gut, wir müssen die gefallenen Helden irgendwie schwächen. Ich weiß nur nicht wie. Okay, dann treffe ich meine eigenen Leute. So würde ich die drei hier treffen. Okay, einer down. Gut. Ich hoffe, der Nekromant tut den hier nicht wiederbeleben. Okay, das gefällt mir hier mal wieder gar nicht, wie die mich hier flankieren. Okay, noch einer weniger. Ja, ein Glück, dass ich daneben geschlagen habe. So gehört sich das. Hier bräuchte ich auch irgendwie so einen Rundumschlag. Okay, mach mal so rum. Gut. Und das funktioniert auch ganz gut. Ja, wenn ihr nicht trefft, dann fallen sie auch nicht um. Das kennen wir ja schon aus anderen Spielen. Vielleicht haben wir doch irgendwie eine Chance, sie zu besiegen. Ach nö, die stehen wieder auf. Leg dich wieder hin. Au. Au. Okay, wir sind umrundet. Du kannst wirklich schießen auf die Distanz?
Gut, das funktioniert. Ja, du hast ja voll daneben geschossen, mein Freund. Gut. Zumindest einmal getroffen. Okay, es sind 4 verlorene Helden gefallen. Okay, jetzt. Au. Oh. Und da kündigt sich das Ende an. Leute, trefft bitte. Gut, immerhin ein Treffer. Und so kriegen wir das auch geregelt. Okay, damit treffe ich mindestens 2 meiner Leute. Das ist nicht gut. Warum gehe ich nicht zuerst auf den Schild? Kann mir das mal einer verraten? Okay, der nächste ist down. Das sieht jetzt hier wie ein... Na, ihr wisst schon was aus. Wie ein letzter Atemzugschlag. Der natürlich daneben geht. Na komm, greif sein Schild an. Und er hält einiges aus. Verdammt. Genau, der belebt hier die ganzen Skelette wieder. Ach stimmt, jetzt musst du auf Nahkampfwaffen umsteigen. Au. Okay, wir haben den ersten von uns erwischt. Der zweite folgt gleich. Okay, das ist bald erledigt. Was für ein Finale. Große Frage ist, schaffen wir es hier, die Gegner zu bezwingen oder ist wahrscheinlich nicht. Aber man soll ja die Hoffnung nicht zu früh aufgeben. Komm, trenn ihn mal von seinem Schild. Bringt uns leider nichts. Okay, du musst auch auf deine Nahkampfwaffen wechseln. Du kannst noch nachzuschlagen, weil du Quick Hand besitzt, wie es aussieht. Finde ich gut. Oh, wir haben bald einen gefallenen Hero erledigt. Na komm, mein Ritter. Kümmere dich um die Helden. Okay, der nimmt überraschend wenig Schaden. Das ist nicht gut, ich hätte noch umstechern sollen. Okay, beweg dich ruhig. Und du schlag bitte nicht zu. Ja gut, du hast dein Schild verloren, da hilft nichts mehr viel. Oh, jetzt auch noch dein Helm. Du bist leider der nächste Winrich. Soll ich ein bisschen mehr auf unsere Defensive achten? Oh. Unser Armbrustschütze hat es auch erwischt. Ich glaube, Robert wird es nicht mehr lange machen.
Gut, dann bringen wir uns hier zumindest in Verteidigungsposition. Und der erste Held ist gefallen. Na komm, jag mir mal die Nekromanten hier. Vielleicht hat der Spuk dann ein Ende, wenn wir hier ihn erschlagen haben. Okay, der Schuss ging ja meilenweit daneben. Wenn wir Pech haben, treffen wir hier unseren Kollegen da unten. Ich riskiere es. Wir treffen keinen von allen. Okay. Why not? Gut, den haben wir bald. Oh, der zieht sich weiter zurück. Okay. Oh oh. Leiden wir gleich einen zweiten Verlust? Okay, ein weiterer Held ist gefallen. Oh oh. Unser neuer Headshot ist auch kalt erledigt und da hat es Windrich erwischt. Ha. Er wird uns fehlen. Okay, der Schuss ging ja Meilen und Meilen daneben. Komm, fang den ein. Gut, dann kommt es nicht mehr. Ich glaube, mit Verlusten war hier zu rechnen in dieser Schlacht. Okay, das ging leider daneben. Gut. Wir werden es tatsächlich mit nur zwei Verlusten hier rausschaffen, wie es aussieht. Aber es kann immer noch was Schlimmes passieren. Okay, gut gemacht, Hündchen. Und da hat es den nächsten erwischt. Na komm, eil zur Hilfe. Nicht, dass wir hier noch irgendwelche Probleme bekommen. Naja gut, Probleme haben wir bereits. Okay, geregelt. Naja, du hattest nur noch einen einfachen Schuss übrig. Da waren es nur noch vier Untote. Komm, hol das Knochen. Hol den Knochen. Hopp, hopp. Okay, sieht doch relativ gut aus bis jetzt. Ey, lass das Hündchen in Ruhe. Das will doch nur mit dir spielen. Weißt du doch, Knochen und so. Nee, aber wir treffen ihn leider nicht mehr. Jetzt dafür umso mehr. Gut. Das war auch noch ein guter Schuss. Der ging leider daneben. Aber egal. Der macht's nicht mehr lange. Weil es sind nur noch zwei Skelette übrig. Ich korrigiere, einer. Ich hätte dich nicht in den Nahkampf schicken sollen. Aber du regelst das noch. Oh, Albrecht, der Verrückte. Robert und Adler haben uns heute an diesem Tag verlassen. Und wir schauen erstmal, was die Skelette so übrig gelassen haben. Ein paar schöne Schilde.
einen coolen Helm, keine Frage, zweifelsohne. Eine schöne Fighting Axe. Jo, das nehmen wir doch alles mit. Na gut, selbst unser neu angeworbener Adler ist gestorben. Ich habe mich schon gewundert, wer der Adler ist. Sein Name war mir nicht so geläufig. So, meine Freunde, das war's jetzt aber von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.